Filmo. Filmfakten. Heute Höhenfeuer. Ein Bergfilm ohne Berge, ein Bub ohne Namen und das Geheimnis des Urner Dialekts. Hast du etwas gesagt? Höhenfeuer ist die Geschichte einer Bergbauernfamilie, die abgeschieden lebt. Die kleine Familie besteht aus einem jähzornigen Vater, einer meist schweigenden Mutter, der fast erwachsenen Tochter Belly und dem etwas jüngeren Sohn, der im Film ohne Namen bleibt. Der Bub ist gehörlos geboren und wird auf dem Hof von Belly unterrichtet. Aus dieser engen geschwisterlichen Verbundenheit entwickelt sich im Laufe der Zeit eine Liebesbeziehung und die beiden brechen das älteste Tabu. Geschwisterliebe. Der Regisseur Freddy M. Murer suchte in allen alpinen Kantonen der Schweiz nach einer Location. Zuerst dachte Murer, er könne dem Kanton Uri, wo er aufgewachsen ist, einen solchen Stoff nicht antun. Doch bei der Suche nach der geeigneten Kulisse fügte sich das Schicksal. Freddy Murer hatte eine genaue Vorstellung des Drehorts. Steil, einsam, archaisch. Entscheidend für die Wahl des Drehorts war der folgende Satz im Drehbuch. Wenn immer ein Nachkomme dieser Sippschaft in die Pubertät kam, musste er seine Wut mit Meißel und Hammer an den Steinen auslassen, die in großer Zahl über ihr Land verstreut lagen, um mit den aufgeschichteten Mauern und Mäuerchen etwas Land und Zeit zu gewinnen. Murer suchte nach einem terrassierten Bergbauernhof mit möglichst vielen Trockensteinmauern, aber er wurde nicht fündig. Schließlich wandte er sich an den Bauernhausforscher und Volkskundler Benno Furrer, der ihm kurz und trocken mitteilte, dein Bergheimat liegt oberhalb Sillenen im Kanton Uri und heißt Wasserplatten. Beim ersten Besuch vor Ort kamen ihm Tränen vor Glück. Über das weite, steile Land verteilt, ein gutes Dutzend Grasterrassen mit Trockensteinmauern. Und mittendrin ein uraltes Walserhaus mit Stall und Nebengebäuden. Im Wohnhaus eine Rauchküche, drei Schlafkammern und in der Wohnstube als Herz des Hauses ein mausgrauer Gildsteinofen. Und das Ganze erst noch mit einer nahen Seilbahn erschlossen. Im Auftrag des Filmteams wurde er von Frühling bis Herbst von einem jungen Bauernehepaar bewirtschaftet. Dazu pachteten sie 5 Kühe und kauften Schweine und Hühner. Unter den vielen Requisiten, die per Helikopter aufs Filmset geflogen wurden, war auch der Mist für den Miststock. Neben dem Hauptdrehort Wasserplatten wurden einige Szenen auf der Alp Mettenen-Butzli im Schächental gefilmt, wo Murer 10 Jahre zuvor seinen Dokumentarfilm «Wir Bergler in den Bergen» gedreht hatte. Die Szenen bei den Großeltern wurden auf dem Heimat Wiesiflur im Engelberger Tal inszeniert. Im Film wachsen die drei Drehorte zu einem fiktiven Raum mit identischem Sonnenstand zusammen. Dass die verschneiten Alpen ein grandioser filmischer Schauplatz sind, wusste man schon vor Höhenfeuer. Doch in den alten Schweizer Filmen waren Berge vor allem Schauwerte, die möglichst effektvoll sein sollten. Der Last der traditionellen, mythologisierenden Bergdarstellung versuchte Freddy M. Murer zu entgehen, indem er sich der Bergwelt und ihren Bewohnern mit einem ethnografischen Interesse näherte. Wissend, dass Bergler keine Gipfel besteigen, außer eines ihrer Tiere hat sich dorthin verlaufen, stand für Murer von Anfang an fest, dass er in seinem Film auf jegliche Postkartenromantik verzichten wollte. Mit seinem Kameramann Pio Corradi einigte er sich, dass er beim Kadrieren der Einstellungen die Bergspitzen konsequent wegschneidet. Ich wollte die dort lebenden Menschen ins Zentrum stellen und nebenbei auch verhindern, dass sich die Zuschauer im Kino über die wiedererkannten Berggipfel unterhalten. Natürlich gibt es im Film auch eine Ausnahme. In der Schlüsselszene, in der die beiden Geschwister auf der Alp unter der Bettdecke Liebe machen, ist im Hintergrund der charakteristische Doppelgipfel des Schärhorns im Morgenrot zu erkennen. Höhenfeuer gilt als einer der eindrücklichsten Schweizer Dialektfilme. Alle Darsteller sprechen Urner Dialekt. Bei uns ist höchstens das Gras grün um diese Zeit.
Das Birnbäumli hat Reue umgepflanzt. Hast du gesehen? Direkt der Mutter vor das Fenster. Versperrt er ja die ganze Aussicht. Ja, Aussicht. Deine. In dem habe ich seine. Oft wurde vermutet, Freddy Murer habe das mit einem lokalen Cast hingekriegt. Die Wahrheit ist, dass er seine Schauspieler in Berlin, München, Zürich und in Stans gefunden hat. Er suchte ganz bewusst nach Gesichtern, die man in Schweizer Filmen noch nie gesehen hatte, um dadurch eine dokumentarische Authentizität zu erreichen. Interessanterweise hat sich beim Regisseur bei dieser bewussten Suche sein Unterbewusstsein eingeschlichen. So castete er mit Rolf Illig ein Ebenbild seines Großvaters. Bei einem Besuch bei entfernt Verwandten in Obwalden sagte eine Großtante zu mir: Weißt du eigentlich, dass dein Großvater in Höhenfeuer mitspielt? Dann zeigte sie mir in einem ovalen Bilderrahmen ein Foto meines Großvaters, der leider starb, bevor ich zur Welt kam. Beim ersten Anblick stockte mir der Atem. Um die Dialoge mit einheimischen Stimmen im Urner Dialekt synchronisieren zu können, mussten die Darsteller auf dem Set grammatikalisch im Perfekt ein helvetisches Schriftdeutsch sprechen. Er wollte seine Kenntnisse über die Eigenart und Sprache der Urnerbergler so weit wie nur möglich in seine fiktive Geschichte einbeziehen. Insofern gehörte die nachträgliche Synchronisation bereits von Anfang an zum Konzept. Die Inspiration zum Film stammte nicht aus den Schweizer Bergen, sondern aus Island, wo Murer 1980 ein halbes Jahr lebte. Der Regisseur las in einer isländischen Zeitung, dass auf einem Hof in einer entlegenen Meeresbucht ein Vater seine Kinder umbringen wollte, weil er sie beim Liebemachen erwischt hatte. Zum Kultfilm wurde Höhenfeuer schließlich in Japan, nicht nur wegen seiner radikal ruhigen Machart. In einem Interview mit dem prominenten japanischen Filmkritiker Shigehiko Hazumi erzählte Freddy Murer von seinen cineastischen Vorbildern des japanischen Kinos der 60er bis 80er Jahre, die ihm bei Höhenfeuer Pate standen. Den Kultstatus erlangte der Film aber, als sich Freddy Murer öffentlich mit der japanischen Zensurbehörde anlegte, die die nackte, schwangere Belly, die sich im Spiegel anschaut, herausschneiden wollte. Was nebenbei auch das Publikumsinteresse nachhaltig steigerte. Freddy Murer schrieb das Drehbuch selbst. Dann zeichnete er die Storyboards auf Papier und inszenierte den Film auf Zelluloid. Einige Zuschauer des Films hatten wohl Mühe mit dem empathischen Vorstellungsvermögen des Regisseurs und vermuteten einen Zusammenhang mit der Realität. Die mit Abstand häufigste Frage, die mir bei Interviews mit Filmkritikern gestellt wurde, war: Herr Murer, inwiefern ist Ihr Film autobiografisch? Und als ich jeweils zurückfragte, ob Sie meinen, ich sei hörlos zur Welt gekommen oder ob ich meine Eltern umgebracht habe, dann machte ich oft eine Pause und die Fragenden bekamen rote Ohren, weil sie sich ertappt fühlten. Und wie reagierte die Mutter des Regisseurs auf den Film? An der Vorpremiere in Altdorf war auch meine Mutter anwesend. Als sie mich sagen hörte, der Film habe 1 Million gekostet, sprang sie vom Sessel auf und rief laut durchs ganze Kino: Yes, das Fredl, mit diesem Geld hättest du mir gescheiter eine Villa gebaut. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, abonnieren Sie unseren Kanal und aktivieren Sie die Glocke, damit Sie über neue Videos benachrichtigt werden. Schweizer Filme neu entdecken auf filmo.ch.